ich vorhin schon gesagt habe, reduzieren wir unnötige Liegetage auf der einen Seite, sorgen dafür, dass Patienten schneller in die Pflege übergeleitet werden können und somit natürlich auch nicht den Muskelverlust haben, indem sie länger im Krankenhaus als nötig liegen, also auch keine Wiedereinweisungsgefahr, kümmern uns auch um den NDK an sich. Das heißt, Erstattung von der Krankenkasse können auch eigentlich behalten werden, wenn es nicht wirklich aufgrund administrativer Verzögerung passiert ist, sondern tatsächlich, weil die Nachsorger keine Kapazitäten hatten. Und generell möchten wir einfach für jeden Mehrwert schaffen, für jeden Nutzer, den wir haben, sowohl den Sozialdienst im Krankenhaus, den einfach entlasten, als auch für die Nachsorger, dass die Pflege in den einzelnen Einrichtungen mehr Zeit hat für die eigentliche Pflege und generell auch für den Patienten eine schönere Erfahrung zu haben.